So, da bin ich wieder zurück. Wir müssen wieder Timur verfolgen. Diesmal, ich habe sogar eine schusssichere Weste hier gefunden, ganz am Anfang. Super. Ich mal gerade haben müssen. So, wir müssen natürlich wieder den Timur verfolgen. Und dann schnell zum Flughafen. Diesmal weiß ich ja, dass von rechts einer kommt. Das heißt, wir werden dann ein bisschen auf der Hut sein. So, wir passen jetzt mal kurz ein bisschen auf. Der chillt da eine Runde. Das Blöde ist, ich weiß nicht, von wo kommt denn der Arsch. Ach, da oben steht er. Stand. Um es dann so richtig auszudrücken. Wo ist denn der? Ja, genau, ich habe daneben geschossen. Hm. So, er ist tot. Wo ist denn der Pisser? Komm jetzt her. Lass dich nicht so lange suchen, ey. Steckt der sich vielleicht im Karussell? So, auf Wiedersehen, Timur. Du Arschbratze. So, wir müssen aufs Bike steigen. Ich habe keine Ahnung, wie ich zum Bike kommen soll, ey. Ich weiß auch nicht, ob hier noch Leute sind. Hier sind bestimmt noch Leute. Nee, hier möchte ich nicht lang. Ich gehe mal außen rum. Und da müssen wir nämlich innerhalb von 2 Stunden zum Flughafen fahren. Um den guten Ray Bulgarin noch zu erwischen. Hier bin ich falsch. Das ist ja super toll. Ja, wir klettern hier einfach schnell rüber. Zack. So, ich habe kaum noch Leben. Ich habe also eigentlich gar nichts mehr, so wirklich viel. Und aber ist egal. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Und der Flughafen ist hier irgendwo. It's really coming apart. What do you mean? Let me help you out. There ain't nothing you can do, Yusuf. If this crazy Russian fuck manages to leave the country, it's over for me and Tom. I gotta get down the Dursk Expressway without any number of Russian assassins taking me down. Or we're done. Why am I even saying this? Wish me luck, bro. Okay. Alter, was ist mit dem Motorrad los hier? Dann wollen wir mal. Versuchen wir alles, was in unserer Macht steht, um irgendwie Ray aufzuhalten. Dann haben wir nämlich auch Nikos Problem gelöst, ohne dass wir es wissen. Und ohne, dass er es jemals erfahren wird. Ich bin gespannt. Wird schon total lustig. Ja, aber er ist da. Weißt du, er hat es drauf, der Junge. Er weiß, wie es läuft. Yusuf, ich soll dir folgen. Flieg mal schneller. Der macht das schon. Der haut uns die alle weg. Hoffe ich. Boom. Der ist schon leicht verrückt, der Bursche, ne? Musst du mal einfach so sagen. Da kommt noch so ein Typen. So, Yusuf. Walte deines Amtes als Helikopter-Raketenschütze. Ja, jeder Schuss ein Treffer. Der hat's einfach drauf. Wo ist denn das Wrack? Keine Ahnung. Keine Ahnung, es gibt keinen Wrack. Die wurden alle total zernichtet, die Dinger. So, dann mach die auch einfach kaputt. Auch wenn das keine Feinde sind, ist mir egal. Zerstöre sie einfach alle. Das Beste, was du tun kannst. Alle töten. Okay, hier wären wir dann. Am Flughafen. Schön gemacht. Oh, schneller kann der nicht... Schneller kann das Motorrad nicht fahren. Was ist das für ein Motorrad? Wo muss ich denn hin? Ja, jetzt ist er tatsächlich ein verfickter Held. Alles klar, jetzt versuchen wir uns den mal zu schnappen, den Burschen, ne? Nein, ich glaube, es könnte verkackig sein. Oh nein, da sind sie ja. Was soll ich denn jetzt tun? Vor allem... Wie soll ich denn erfolgen? So schnell bin ich gar nicht. Der ist ja schon am Abheben. Stranger Shit hier. So, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich nähere mich, ich nähere mich, ich nähere mich. Du darfst noch nicht abheben, noch nicht abheben. Komm schon, Motorrad, schneller! Fahr schon! Wir schaffen es, komm, wir schaffen es, wir schaffen es. Komm schon! Jawohl, geschafft. Nein, noch nicht ganz. Müssen wir jetzt alle im Flugzeug töten? Okay. No problemo.
Bitches. Geht ganz schön ab, muss ich sagen. Es geht richtig ab, ey. Richtig heftiger Scheiß. What the fuck? Was machst du da? Was machst du da? Bist du dumm? Ja, manchmal weiß ich auch nicht, was das soll. Das ist eigentlich gar nicht so gut, damit herumzuballern, aber das macht nichts. Es wird eng. Okay. You can't shoot me, you'll blow whole plane up. I'll take my chances. Oh, yeah. Ich glaube, wir sollten vielleicht raus. Ach stimmt, begib dich zum Duke's Money Globe, denn da wollen wir uns ja mit dem guten Tony treffen. Aber ich glaube, die Folge geht ganz schön lang. Also beziehungsweise ich werde die wahrscheinlich eh gesplittet haben. Das sind nur zwei Folgen. Ich weiß gar nicht, wo ist denn dieses Ding? Ach, da hinten. Na gut, dann können wir natürlich eine Weile hier so fliegen. Und ich würde einfach mal sagen, weil das jetzt nicht unbedingt so das Spannendste ist, werde ich das auch mal ein bisschen schneller machen. Also würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir angekommen sind. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Beziehungsweise da sind wir jetzt schon die ganze Zeit gewesen. Ich habe das hier ein bisschen... Das Mikro richtig richten hier. Ich habe da ein bisschen schneller laufen lassen, hier einfach die Zeit. Und jetzt sterben wir durch diesen Sprung. Das wäre jetzt episch gewesen. Nein, aber natürlich nicht, denn wir müssen uns mit Tony treffen. Und das tun wir jetzt auch. Frage ist, wo ist Tony? Hat er sich in den Müllsäcken versteckt? Sorry, Pops. Come on, get up. You okay? Yeah, thanks. Take care of yourself, okay? Stay away from idiots like me. Fuck you. Oh. Fuck, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Jetzt hat er die scheiß Diamanten gefunden. Oh Mann. You always have to make a scene, don't you? Yeah, I know, it's a real problem with me, you know? I wish I was more like you. Subtle, shy, retiring. Boy. I used to play around here when I was a kid. Dreaming of the world, wondering what it's like at that place over there, or that little island over there. You ever go that thing? Nah, went to Algonquin instead. Waiting for the world to come to me. You did it, man. You did it. You saved my life. You saved the business. You fucking did it. Hey, man, I did what I could, bro. I'm proud of you, man. Thank you. But I don't want you to get a big head. I don't want you to go change, become a megastar, go to Vinewood, write a blog. Oh, you're a pill-popping old queen, man. I'm a murdering maniac. But we survived, bro. We survived. We did more than survive, amigo. We prospered. We took on this town and we won. We took on this place and we gave it the fucking finger. Fuck you all! I don't care what people say. Tony Prince and Luis Lopez could not be stopped. Huh? Oh, jeez, who's this? What's up, my nigga? Oh, did you just say that? Yeah, hey, man. You fucking made it. Man, that was some serious gangster shit. Shoot, shoot, shoot him up. I said shoot, shoot, shoot him up. Yo, T, T, give me a hug, give me a hug. Close, though, I don't want to give my father the wrong impression. Ah,
Luis, I love you, man. I love you. I love you too. I love everyone. Come on, let's get out of here. Oh, by the way, I think my father may be into franchising clubs. I know. Franchise is not the way to go. The club is all about the people. Fuck the people. Fuck them all. Whip out your dick and piss all over them. You're gonna go a long way in hospitality, my friend. Tja, und so haben wir von alles zum Guten gewendet. Wir holen den Schwanz raus und pissen auf alle. Genauso werde ich das jetzt nicht machen, aber das war's. The Ballad of Gay Tony ist vorbei. Und damit ist auch das gesamte Let's Play von GTA 4 beendet. Und damit gehen wir erstmal in eine kleine, wie soll ich das nennen, eine Zwangspause von GTA. Ich hätte ja theoretisch weitergemacht mit, oh, die Musik ist aber sehr leise. Das ist schön. Ich hätte theoretisch weitergemacht mit GTA 5. Allerdings, ob GTA 5 jetzt Ende Oktober kommt, am 28. oder am 14. November oder doch erst 2005 oder gar nicht für den PC, das werden wir erst dann erfahren, wenn es soweit ist. Ich muss sagen, ich fand den DLC cool. Also ich fand den irgendwie sogar ein bisschen besser als The Last of Them, wobei der auch cool war. Den fand ich auch gut, aber ich fand den hier besser. Ich fand GTA 4 im Allgemeinen, das habe ich ja auch ab und zu gesagt, schon ziemlich fett. Aber ist nicht mein Lieblings-GTA. Mein Lieblings-GTA ist und bleibt erst einmal GTA San Andreas. Ob sich das mit GTA 5 ändert, weiß ich nicht. Das kann ich noch nicht sagen, weil ich das halt noch gar nicht gespielt habe. Und ich freue mich, ich hoffe, es kommt auf jeden Fall demnächst dann auch mal bald für den PC. Dann geht's weiter mit die GTA. Hier sehen wir nochmal ein paar schicke Szenen aus dem Spiel, wie wir natürlich, wie man das so macht, einen Zug geklaut haben. Das ist halt immer so. Und mehr kann ich gar nicht sagen. Ihr habt das gesehen, total abgedrehter Scheiß. Man kann natürlich noch viel, viel, viel mehr machen in The Ballad of Gay Tony. Man hat noch die ganzen Nebengeschichten, die ganzen Nebensachen und so weiter und so fort, die man machen kann, die ich jetzt hier nicht gemacht habe, weil ich mich mehr auf die Story konzentrieren wollen. Aber die Story ging, glaube ich, ein bisschen länger als in The Last of Damned, wenn ich mich nicht täusche. Kann auch sein, dass ich mich irre und dass ähnlich viele Folgen sind, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ziemlich geiler Scheiß. Und ich bin damit raus. Bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt immer wieder, dass ihr zugeguckt habt, geliked habt und was auch immer. Und hoffe, ihr seid dann bei GTA 5 wieder mit dabei, wenn es denn endlich kommt. Und ich würde sagen, bis dahin, habt eine schöne Zeit mit entweder einem GTA-Let's Play oder einem anderen Let's Play, was momentan läuft. Oder mit ein paar alten Let's Plays. Da gibt es ja auch einige, die ihr euch angucken könnt. Und würde sagen, bis dahin, haut rein, Leute!